Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt TV. Ich freue mich total, dass ihr hier seid und wir spielen eine Partie Schnellschach. In diesem Fall hat der Gegner 2067, also wirklich eigentlich perfekt für euch. Da wollt ihr hin, ihr wollt wahrscheinlich, viele von euch wollen über 2000 auf Leeches haben. Und wir schauen jetzt mal an, was man braucht, um auf diesem Niveau sozusagen zu bestehen. Am Brett ist C4 und ich habe heute statt C6 einfach mal E5 gespielt. Gegen solche Gegner kann ich ein bisschen mehr Öffnung zeigen. Das ist im Prinzip E4, C5, also sizilianisch mit verdrehten Farben. Also die Symmetrie des Bretts erlaubt tatsächlich so eine Aussage zu treffen. Und hier kann man einfach E4 spielen und auf Springer D4, C6 sind wir im Alapin. Also nur mit einem Tempo weniger, aber es ist tatsächlich die Alapin-Variante. Also stellt euch vor, E4, C5, C3 und dann der Zug Springer F6. D5, okay, das bringt wahrscheinlich jetzt nichts hier so in Koordinaten zu sprechen, da blicke ich meistens selbst nicht durch, wenn es jemand macht, aber hier, denke ich, wird der Gegner erstmal ein bisschen verwirrt sein und diese Stellung hier ist denke ich, ein kleines bisschen besser für Weiß, einfach weil er das Tempo mehr hat und noch ein bisschen einen Öffnungsvorteil hat, aber wir haben schon Raum, wir kriegen hier ein fettes Zentrum und ich weiß halt genau, wie man diese Strukturen spielt und ich finde, wenn ihr Alapin spielt, ist hier auf C4, E5 eigentlich eine coole Variante, weil man häufig in Alapin-Varianten kommt. Die 3 sieht logisch aus, ich spiele D5 und ja, jetzt kann sich alles abtauschen, okay, er kann auch so nehmen. Und okay, das ist jetzt eine Variante, die kriegt man so tatsächlich nicht aus dem Alapin, aber ist nicht so schlecht. Wir haben hier den Bauern stehen und haben potenziell schnelle Figurenentwicklung. Die Läufer sind bereit, ins Spiel zu kommen. Hier frage ich nur, also ich bin raus aus dem Buch. Ich hatte so diese Variante noch nie. Frage ich mich, ob man hier eher mit Läufer B4 spielt, ob man hier Dame A5 spielt, ob man hier F5 spielt oder ob man einfach ganz normal wie es eigentlich sein sollte, Springer F6 spielt. So, das wird keine leichte Entscheidung. Mein Gefühl sagt, F5 ist ein bisschen zu offen. Läufer B4 könnte eventuell so an sowas wie Dame B3 scheitern. Ich will eigentlich, Dame B3 dann. Dame B3 nehmen, nimmt den Läufer. Ich spiele nach Gefühl und zwar Springer F6. Bin bereit, dass er mir hier jetzt Läufer G5 um die Ohren wirft. Und ja, vielleicht wäre hier auch interessant gewesen, einfach C5 zu spielen und Damen zu tauschen, aber müssen wir eigentlich nicht. Wir haben mehr Raum und wollen die Damen am Brett lassen, wir wollen kämpfen. Und ja, der Gegner hat hier echt eine interessante Öffnung gespielt. Oder besser gesagt, war es ich, der hier was Komisches gemacht hat. Jetzt spiele ich aber den Läufer schon nach B4, einfach weil der muss weg. Ich will rochieren. Und eventuell kann man sich überlegen zu tauschen, wenn es sein muss, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Dadurch, dass mein Gegner jetzt passiv mit E3 gespielt hat, will der Läufer wahrscheinlich auch nach D2. Aber ich muss sagen, ich bin nicht hundertprozentig zufrieden. Also an irgendeinem Punkt, glaube ich, hätte ich besser spielen können, weil das, was hier entstanden ist, ist ja eine relativ, also die Stellung hier, es kann sein, dass langfristig der Bauer E4 eher schwach als stark wird und ich habe jetzt nicht dieses Vollzentrum, wie ich es im Alapin habe, aber ist nicht schlimm. Hier spiele ich jetzt, glaube ich, C5, um Platz zu machen für meinen Springer. Ich bin mir bewusst, dass ich mit C5 einiges an Feldern schwäche. Es ist also, man kann es schon fast als Gräueltat bezeichnen, weil jetzt hier zum Beispiel das Feld D5 wird so richtig schwach, aber ich kriege das Feld C6 für meinen Springer und auf Springer B5 habe ich die Möglichkeit, A6 zu spielen. Der Springer hat keine Drohung und muss dann auf das richtig hässliche Feld A3. Und sonst hat der Springer jetzt C2 oder B3. Heißt, ich spiele aktiv genau und habe gute Felder für meine Figuren. Deshalb mache ich das. Muss wahrscheinlich aber bald mein Läuferpaar abgeben nach dem Zug A3. Sehe ich nicht viel anderes als zu tauschen, weil dieser Läufer hier hat jetzt keine tollen Felder mehr. Darauf sollten wir vorbereitet sein. Ich spiele Dame E7, damit ich dann schön schnell mit Turm D8 kommen kann und die einzig offene Linie am Brett besetzen kann. Nebenbei noch diesen Bauern decke, der nachdem der Läufer geschlagen hat, lose dasteht, also der ist nicht gedeckt. Und ja, hier ist eine super spannende Stellung, weil wir haben diesen tendenziell schwachen Bauern, den wir aber noch sehr häufig decken können. Viermal können wir den locker decken und deshalb glaube ich, dass wir tatsächlich so, also wir haben einen Ausgleich,
Davon gehe ich eigentlich aus. Nach A3 ist es nur so, mit dem Läuferpaar haben wir halt langfristig ein bisschen Nachteil. Aber so schlimm, glaube ich, ist es nicht. Ja, das ist meine Stellungseinschätzung. Tendenziell würde ich gerne Turm D8 spielen, Springer C6, Springer E5 und Springer D3. Ich weiß, es ist kein Wunschkonzert, aber mir gefällt der Plan. Jetzt, glaube ich, gefällt mir auch. Wobei, also ich würde sagen Turm D8, weil dann auf A3 können wir schlagen, er muss mit dem Bauern schlagen. Aber auf Turm D8 kommt höchstwahrscheinlich direkt damit C2. Und ja, das ist in Ordnung. Aber ich weiß nicht, ob ich den Turm nicht irgendwann auf E8 brauche. Ich spiele deswegen erstmal Springer C6. Der kommt sowieso nach C6, für den kommt kein anderes Feld in Frage. Und häufig, die Regel habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, macht es Sinn, Figuren, für die man eigentlich nur ein Feld hat, zuerst zu entwickeln, weil dann bleiben die anderen flexibel. Und wenn die sowieso nach C6 muss, dann müssen wir diesen Zug sowieso spielen. Dann können wir ihn auch jetzt spielen. So. Ja, dieser Läufer hier, das war wirklich mutig, dass wir den hier rausgestellt haben. Ich würde so viel dafür geben, dass der hier irgendwie auch auf dieser Diagonale steht. Dort wäre er nämlich extrem stark und wir könnten auch bald sowas wie Matt drohen und auf Königsangriff gehen. Ich glaube, wir können hier aber in der Stellung auch schön auf Königsangriff gehen. Also, tendenziell würde ich gerne Läufer G4 spielen. Ich würde diesen Läufer, der ist nicht eine sehr starke schwarze Leichtfigur, einfach abtauschen und dann mit dem Springer schlagen und gleich matt drohen. Aber ich glaube, das bringt nicht viel, weil auf das Tauschen schlagen wir mit dem Springer und der Bauer hier ist weg. Deswegen spiele ich Läufer F5. Der Läufer steht hier auf dieser Diagonale auch nicht schlecht, deckt unseren Bauern, der uns vielleicht hier ganz gutes Spiel generieren lässt. Wir müssen nur aufpassen vor F3. Das droht aktuell noch nichts. Aber auf F3 können wir nicht nehmen, weil, oder wir können schon nehmen. Also eigentlich nicht, weil der Läufer ja dann hängt, aber wir können uns auch hier weiter durchfressen. Deswegen, glaube ich, funktioniert Läufer F5 gut und macht nebenbei auch Platz für den Turm. Und ich hoffe, ihr seht, was ich hier tue. Obwohl ich so viele Pläne habe in dieser Stellung, ist zwinge ich mich erst dazu, Figur um Figur zu entwickeln. Ich will erstmal, dass alle im Spiel sind. Danach kann ich nämlich machen, was ich will. Ja, so sieht's aus. Und das würde ich euch auch raten. Geht schön nach und nach mit einem klaren Plan vor. Bringt jede Figur ins Spiel. Das ist nämlich wie ein Team. Und ihr wollt, dass jeder aus dem Team mitmachen kann. Nur so kann man die Stärke entfesseln. Okay, dieser Zug ist interessant. Den sehe ich relativ gerne, weil es sich die Option bietet, vielleicht doch nicht das Läuferpaar abgeben zu müssen. Erstmal Schach und Schlagzüge. Schlagzug hängt die Dame mit Schach. Also wir nehmen wahrscheinlich den Springer, der Bauer schlägt. Kann ich schon mal spielen. Bauer schlägt. Und jetzt hier wieder erstmal den Schlagzug rechnen, also den Läufer nehmen. Wenn er den Springer schlägt, gehen wir mit dem Läufer zum Beispiel zurück. Er frisst weiter, wir nehmen. Und ja, so toll ist die Stellung nicht. Da sieht es für mich logischer aus, einfach selbst den Springer zu ziehen. Und also warum ist die Stellung nicht toll? Weil wir, also aktuelles materieller Gleichstand, wir schlagen, er schlägt den Springer. Wir können den Bauer nicht zurücknehmen, weil er sonst den Läufer nimmt, dann haben wir was verloren. Also wir müssen den Läufer wegziehen. Der hat gar nicht so tolle Felder, er wird wahrscheinlich sogar mit A3 gefangen. Und auch wenn nicht, könnte der Bauer sich durchfressen und auf Schlagen hängt dann C5. War jetzt sehr schnell, aber ergibt Sinn. Springer E5 ist da, glaube ich, deutlich besser. Wir haben jetzt nicht mehr die D-Linie. Aber, schaut mal hier, zwei Figuren, die tendenziell Richtung König zeigen und dieses relativ schwache Feld D3 könnte schon gute Initiative hier bringen. Auf das Schlagen haben wir zwar einen Doppelbauern, aber das ist nicht so schlimm. Dafür haben wir auch die offene C-Linie und der Bauer hier vorne ist eher gut als schlecht. Der nimmt nämlich auch hier Felder. Okay, Springer D4, interessant. Wir hätten einen Zwischenzug, Turm C8. Die Frage ist nur, ob der gut oder eher schlecht ist. Ich glaube nicht, dass er besonders viel bringt, weil die Dame zieht und da müssen wir den Läufer trotzdem retten. Deswegen spiele ich erstmal den Läufer. Der wollte sowieso mal weg. Jetzt ist dieser Bauer hier nicht mehr gefesselt, also auf F3 können wir. Es hängt am Ende der Läufer nicht, wenn man schlägt. Und tendenziell machen wir Platz für den F-Bauern. Und das Feld D3 ist natürlich auch ein wunderschönes Feld. Der Bauer D5 ist relativ schwach und ich glaube in dieser Stellung hier, weil ich jetzt auch
noch, also wir haben beide Springer und Läufer, also es gibt kein Ungleichgewicht, das gegen mich spielt, glaube ich, dass ich hier ein bisschen besser stehe. Man muss aufpassen, die Türme können sehr schnell über die C-Linie kommen, aber ich glaube, es gibt einen guten Zwischenzug, nämlich A5, mit der Idee, schon direkt A4 zu spielen. Okay, interessant, jetzt A4, die Dame schlägt, wir schlagen zurück, Bauer schlägt, naja, bringt nicht unbedingt viel. Es ist wahrscheinlich einfach ein Bauernverlust. Deswegen glaube ich, schlagen wir einfach. Turm schlägt, der Gegner kriegt ein bisschen Spiel über den Damenflügel. Das war nicht so beabsichtigt, aber ist auch nicht so schlimm, weil wir hier tendenziell eine bessere, also bessere Struktur haben, weil ich glaube, dass der Bauer irgendwann weg ist. Man muss aber sehr vorsichtig sein, weil die Bauern hier können sehr schwach werden. Also auf jeden Fall Turm schlägt. Aktuell droht noch nichts. Frage ist nur, ob wir erstmal auf die C-Linie gehen oder ob wir direkt den Turm auf die D-Linie stellen, um diesen Bauern zu gewinnen. Wo wir jetzt auf keinen Fall spielen, ist Königsflügel. Das ist zu langsam. Uns bricht hier das Zentrum und der Damenflügel einfach weg. Das wäre keine gute Idee, jetzt hier auf Königsangriff zu gehen. Wir müssen uns schon um diese Bauern kümmern. Also zum Beispiel hier Turm D1, Turm A1. Eigentlich einziger Zug, der so richtig Sinn macht. Sinn ergibt, sorry. Zum Beispiel Dame C5. Ja, scheint alles zu decken. Turm D8 sieht, glaube ich, gut aus. Und ja, die Stellung hier ist nicht leicht, das gebe ich zu. Unsere Eröffnung war ein bisschen komisch, aber eigentlich genau solche Stellungen liebe ich, weil hier ist alles offen. Hier setzt sich wirklich, denke ich mal, so können auch am Ende durch. Gibt ein paar fiese Tricks, zum Beispiel. Turm 1. Ah, ich spiele den, aber Turm 1, Dame C5, Dame schlägt B7 und ich glaube, mit Turm D, B8 fangen wir die Dame. Aber kann sein, dass ich mich täusche. Turm C1 kommt stattdessen. Und ich muss euch sagen, ich bin ein gieriger Spieler, aber das ist nicht schlecht. Also ich weiß den Wert eines Bauerns zu schätzen. Also wenn wir jetzt gewinnen, haben wir tendenziell immer gute Endspiele. Und deshalb zögere ich. Okay, das funktioniert nicht ganz. Wenn wir nämlich schlagen, schlägt die Dame, wir schlagen mit dem Turm. Und dieser Turm, kann nicht auf A5 schlagen. Ich dachte, schlägt auf A5, wir schlagen zurück und matt. Aber funktioniert nicht. Okay, Springer B5 ist ein Trickzug. Wenn wir jetzt schlagen, tauschen sich die Damen. Und Springer C7 gewinnt hier am Ende eine Qualität. Heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht da reinlaufen. Okay. Wir stehen hier am Damenflügel schlechter, das glaube ich schon. Ist aber nicht so schlimm, wir haben anderweitig Kompensation. Okay, Turm C8 zum Beispiel, Turm schlägt, der nimmt den Bauern. Wir geben Schach, der Läufer geht dazwischen. Das ist die Variante, in der ich jetzt gerade die ganze Zeit gerechnet habe. Und ich glaube, vom Gefühl her haben wir hier genug. Also ich bin auf keinen Fall dafür, in solchen Stellungen jetzt an Bauern zu klammern, sondern wir brauchen irgendwie Aktivität. Das ist, so kriegt man 2000er auf jeden Fall auf Leechess, indem man, also wir müssen auf Aktivität spielen. Das sind keine Engines, die uns jetzt jeden kleinsten Fehler perfekt ausnutzen, sondern also es sind scharfe Stellungen und am Ende entscheidet wahrscheinlich, wer die bessere Initiative hat. Und auf also tauschen, Turm A5, ich glaube, das sollte funktionieren. Aber na, okay. Der Gegner hat auch einen Schach hier unten auf A8. Also es ist nicht ganz klar. Ich meine, meine Idee war eigentlich, Turm C1 hier zu spielen, Läufer D1 und Läufer H5. Und ich glaube, dann wird es schwierig, alles zu decken. Also hat vielleicht noch Springer C3 oder so, aber wir sind hier sehr aktiv. Aber das Problem ist, dass hier unten auch ein Grundreihenmatt droht. Weswegen ich in dieser Stellung auf jeden Fall mir wahrscheinlich erstmal ein Luftloch mache. Oder den Zug B6 einfügen, aber es nee, ist auch nicht gut. Okay, Turm A5 funktioniert einfach. Wobei, vielleicht. Nee, ich wollte sagen, damit sie 7 hat, die hängt auch. Okay, der Gegner macht sich ein Luftloch, dem ist die Sache zu heiß, kann ich sehr gut nachempfinden. Und hier in der Stellung, glaube ich, gibt es jetzt wahrscheinlich
relativ starke Züge für Schwarz. Wie sieht's denn aus mit Springer D3? Rot eventuell diese Gabel nehmen. Okay, also ich jetzt decke ich diesen Bauern. Er hatte seine Chance bekommen, den zu nehmen. Ich decke den erstmal. Tendenziell ist der hintere auch sehr schwach. Wenn der Springer zieht, hängt er wieder. Aber alles besser als hier verlieren. Und ich hab schon, als diesen Bauern zu verlieren, weil mit einem Bauern weniger zu spielen, ist nicht schön, weil ich will immer die Option haben, noch ins Endspiel gehen zu können, ohne das Endspiel direkt zu verlieren. Dieser Zug droht den Bauern zu nehmen. Also das ist immer noch die Schwäche von Weiß, das dürfen wir nicht vergessen. Meine Schwäche ist gerade die Grundreihe, auf jeden Fall. Immer, wenn ihr schon so frech seid und die Grundreihe ungedeckt lasst, dann habt immer wie so ein riesiges Ausrufezeichen für euch. Das solltet ihr in manchen Situationen haben. Zum Beispiel in der Öffnung, wenn ihr Figuren, ihr sollt mit jedem Zug eine Figur entwickeln. Ein riesiges Ausrufezeichen, wenn ihr keine Figur entwickelt. Warum machst du das? Hat es wirklich seinen Grund? Genauso hier. Warum lässt du die Grundreihe offen? Hat es wirklich seinen Grund? Du musst dich um deine Grundreihe kümmern. Pass auf. So sollte man hier denken. Und deswegen, also hier wäre H6 gut, aber ich will jetzt gerade kein Tempo verlieren. Die Stellung ist zu heiß. Wenn ich den Bauern gewonnen habe, kann ich immer noch die Grundreihe decken. Oder jetzt im Prinzip wird der Gegner zurückgedrängt. Okay, B6 ist die Schwäche. Wie decken wir B6? Mit der Dame? Ja, das sieht gut aus. B6. Und ja, sehr, sehr spannende Stellung. Auf einmal ist alles ein bisschen ruhiger geworden. Es gibt gerade keine Linie, wo irgendwie keine Figur steht. Alles ist so im Prinzip grob gedeckt. Springer A4. Habe ich nicht gesehen. Okay, Dame A4 kommt. Droht matt hier unten. Vorsicht. Droht sonst noch was? Ich sehe nichts. Na, den Bauern zu nehmen, das können wir beides mit dem hier decken. Den wollte ich sowieso spielen. Eigentlich aus dem Grund, dass ich den Läufer mal ins Spiel bringen will. Er war mir ein bisschen zu passiv. F5 ist eine ziemliche Schwächung. Also der König wurde jetzt geschwächt. Aber das nehme ich hin, dafür, dass ich den Läufer mal wieder rauskriege aus seinem Loch hier hinten. Wo würde ich den gern stehen haben? Also F7 ist gut, am liebsten auf E8, aber das geht gerade nicht. Auf E8 hätte er wirklich schöne Felder unter Kontrolle, die gerade dem Gegner gehören. Und ich glaube, nach Läufer E8 kann man gar nicht mehr so schlecht stehen. Aber der hängt natürlich mit Matt. Wobei kein Matt, die Dame kann dazwischen. Aber also es muss nicht sein. Und jetzt haben wir das Zentrum gedeckt, das war auch wichtig. Vielleicht müssen wir nochmal H6 einschieben, dass der König wirklich sicher wird. Ja. Springer B5, nehmen wir den Bauern raus. Also es ist nicht leicht, für den Gegner hier einen Plan zu finden. Und das Schöne ist auch, er ist relativ langsam. Okay, droht irgendwas? Ja, Springer A4 könnte mich total nerven. Okay, ich bin so und spiele jetzt diesen Zug, den ich eigentlich also gerade nicht spielen konnte. Aber ich glaube, der Läufer steht auf E8 ganz gut. Springer A4 würde ich wahrscheinlich jetzt einfach rausnehmen. Dann habe ich diesen schlechten Läufer gegen den guten Springer getauscht, der auch diese C-Linie bewacht hat. Und der Springer hier könnte mal stärker als ein Läufer werden. Nur tendenziell, also ist er noch nicht. Aber wenn der mal zum Beispiel hier, naja, okay, da tauscht sich der Läufer einfach. Okay, jetzt kann ich nicht sicher sagen, ob der Springer besser wird als der Läufer, aber Springer A4 tauschen, glaube ich nicht, dass ich so schlecht stehe. Und tendenziell habe ich hier ganz gute Endspiele, wegen den 2 gegen 1, also das Bauern-Endspiel. Wahrscheinlich gewonnen. F4. Das ist ein ganz komischer Zug. Da denke ich nicht lange drüber nach und tausche einfach ab. Weil jetzt, egal wie, also entweder der Läufer, den tausche ich dann ab, oder der Bauer schlägt. Und okay, er schlägt mit dem Bauern. Jetzt ist der König total unsicher. Hier gibt es, glaube ich, schon sowas wie Springer F3. Aber also der Gegner hat jetzt gerade einfach unnötigst so einen gefährlichen Zug gespielt. Verstehe ich nicht ganz, warum, aber okay. Jetzt müssen wir hochkonzentriert sein. Es ist nicht mehr so viel Zeit. Wir würden gerne matt setzen. Also jetzt ist die neue Idee, die Dame hier hinzukriegen. Das Problem ist, sobald der Springer zieht, kommt wahrscheinlich der F-Bauer nach vorne. Einzige Option wäre hier mit Springer C6 zu spielen und den Springer zu opfern, dann Schach zu geben. Aber ich glaube, der König rennt davon und das reicht nicht. Okay, das heißt, wir haben Springer F6 ausgeschlossen.
Wir können schlagen, der Läufer schlägt aber, wir gehen hier hin, der Läufer geht dazwischen. Hier sehe ich auch nicht, wie es weitergeht. Heißt, wir können jetzt wieder den Läufer aktivieren. Mit der Drohung zu nehmen, kommt vielleicht F3. Oh, dann nehmen wir aber und er nimmt den Springer zwischen. Okay. Wir haben noch dieses Schach, den hätte ich früher rechnen sollen. König zieht, das bringt, führt aber auch zu nichts. Okay, also das hier scheint ganz dicht zu halten, auch wenn es zuerst nicht so aussah. Ich habe jetzt auch einiges an Zeit verwendet, um zu prüfen, ob das irgendwie klappt für meinen Gegner. Und ich sehe jetzt keinen konkreten Weg, das auszunutzen. Was ich hier spielen könnte, wäre einfach mal ein ruhiger Zug. Dann provoziere ich wenigstens F4. Aber ich sehe auch nicht genau, wie das zu irgendwas führen soll. Hier diese Stellung hätte ich mir eigentlich mehr erhofft, als ich das gesehen habe. Aber jetzt müssen wir einen Zug spielen. Wir haben viel zu lange nachgedacht. Ich sehe gar keinen so tollen Zug. Was, wenn wir selbst F4 spielen? Bringt auch nicht viel. Interessant. Ich bin gerade völlig blind und sehe einfach keinen guten Zug. Was mich ein bisschen nervös macht, aber in solchen Stellungen hilft es nichts. Also ich mache jetzt einfach irgendeinen Zug. Einen anderen sehe ich nämlich nicht. Okay, der Springer muss ziehen. Wo geht der hin? Bräuchte eigentlich ein Feld, von dem aus ich mal eine weitere Perspektive habe. Hier ist die Perspektive jetzt E7 und auf diesen Bauern zu gehen. Habe ich mir vorhin so ein bisschen ausgedacht, aber es ist die Stellung hier ist jetzt hochkompliziert. Ich glaube, die ist besser für Schwarz, weil wir haben den sicheren König, aber die kann nicht so viel besser sein. Wobei, wenn wir den Bauern gewinnen, auf jeden Fall. Aber es kommt jetzt der hier mit Mattdrohung, interessant. Oh, 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 oh. Ich sehe nicht ganz, wie wir die decken. Geht nur G6. Gefährlich. Sehr gefährlich. Drohen wir gerade zu nehmen. Springer schlägt. Nee, oder doch? Springer schlägt, schlägt, schlägt. Okay, dann gehen wir ins Damenspiel nach Turm G6, Opfer. Okay, also ich glaube, man kann nehmen, aber das ist nur eine Vermutung. Mir ist es schon lieber, wenn ich davor erstmal König H7 spiele. Okay, er will Damen tauschen. Das sehe ich ganz gern. Wobei, er kriegt da eine ziemlich gute Bauernstruktur. Das muss man auch dazu sagen. Habe ich Alternativen? Okay, wenn ich nehme, hängt doch am Ende der Bauer, oder? Hier? Nein, weil der hier auch hängt. Okay, ich muss nehmen. Also wenn ich jetzt nicht diesen Bauern nehme, werde ich total zusammengeschoben. Die Stellung hier ist jetzt schlechter für mich. Also es ist ein Remis-Endspiel, das ein bisschen schlechter ist. Hier könnte man den Bauern decken, das ist aber zu passiv. Macht man nicht. Da gibt man lieber den hier ab und holt sich den wieder. Und jetzt ist Remis, auf jeden Fall Remis. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Ich will dieses Endspiel gewinnen. Wird schwierig nach Turm A6, weil dann stehe ich eigentlich schlechter. Ja, Turm A7. Naja, okay, Schach. Also das hier ist wirklich tot, Remis. Aber, also ich hab Erfahrung in solchen Endspielen und kenne die Tricks und Tücken. Erstmal Schach, weg mit dir. Bisschen aktivieren. Wir müssen nicht sofort mit den Bauern durchlaufen. Schach, okay, das sehe ich ganz gerne. Hier hin. Vielleicht gibt er nochmal einen Schach. Dann gehen wir hier hin. Wir haben den König schon deutlich näher an den Bauern gebracht. Der spielt diesen. Das ist spannend. Jetzt gehe ich aber zurück. Und spiele Turm 1. Jetzt will ich laufen. Schach, das hat mir geholfen. Das hat mir wirklich geholfen, weil jetzt kommt der König nicht rein. Also jetzt stehe ich aktiv. Also die Stellung wird sehr, sehr, sehr lange Remis sein. Also auch angenommen, ich gewinne die noch, dann muss man anmerken, diese Endspiele sind Remis. Ja, hier im Speziellen, weil der Bauer ist einfach, jetzt tauscht sich Bauer gegen Bauer. Ich glaube, da ist gar nichts mehr drin. Ich komme auch mit dem König nicht ran. Der Bauer läuft nochmal. Ah, er zieht den König. Interessant. Gefährlich. Super gefährlich. Oh, oh, oh. Jetzt musste ich den Bauern hier geben. Ich wollte nicht auf Zeit verlieren. Die Stellung hier ist immer noch Remis. Die halte ich auch Remis. Gehe ich zumindest davon aus.
Aber also es war, also ich habe jetzt hier ein bisschen riskant gespielt und tatsächlich endet diese Stellung hier Remis gegen den doch schwächeren Gegner. Okay, ich sollte mal noch nicht so große Töne spucken, aber also, wenn alles gut läuft, endet sie Remis. Okay, ich nehme zum Beispiel hier raus. Okay, jetzt habe ich schon wieder Lust, die Stellung auf Sieg zu spielen. Das ist viel zu frech, das geht auch nicht. Ja, er kann einfach tauschen und Remis kann auch so spielen. Was bringt ihm nichts. Okay. Jetzt so habe ich Remis. Jetzt muss ich nochmal selbst rechnen, ob ich hier nicht irgendwie gewinnen kann. Vorbei, also wenn ich laufe, er vorbeizieht, könnte er verlieren, aber er schlägt einfach und hat Remis. Wenn ich vorgehe, geht er hier hin. Komm, es ist, wenn er tauscht, ist Remis, ja, okay. Ja, ist schade. Vor allen Dingen, weil es für den Rating von meinem Kanal, Account, aber das ist mir mittlerweile. Es geht ja wirklich darum, euch was beizubringen. So. Okay, diese spannende Eröffnung. Wie ihr seht, haben wir hier in dieser Stellung nach Springer F3 E4 schon einen Ausgleich. Also Springer D4 und C6. Okay, man könnte hier auch leichter spielen mit Springer C6, aber ich mag C6, weil wir kommen in die Zukunftsstellung D3. Und hier bester Zug Springer F6. Nicht D5, sondern einfach Springer F6. Das hat jetzt dann nicht mehr so viel mit Alapin zu tun, aber es scheint besser zu sein. D5 ist in Ordnung, aber hier haben wir halt immer diesen schwachen Bauern. Okay. Und D3 ist nicht gut. Bester Zug Läufer F4. Also ihr seht, die Engine, die stellt auch den Läufer raus aus der Bauernkette. Das ist ziemlich wichtig. Nachdem ist eingesperrt, Läufer D2, Rochade. Und wir haben einen Ausgleich, das ist gut. Hier ist C5 sogar der beste Zug. Also Engines, die müsst ihr zu Engines wissen, die nehmen sich gerne Raum. Also C5, habe ich gesagt, sie sieht grauenhaft aus, weil man es halt hier schwache Felder macht. Aber tatsächlich spielt die Engine auch so. Dame E7, bester Zug. Okay, es war relativ sauber. Springer C6, Dame C2, Läufer F5. Getauscht. Ja, es war alles gut. Also zumindest hier, also Springer E5 muss nicht sein. Okay, jetzt Springer E5. Auch wieder, nee, C schlägt D5, Springer 5, bester Zug. Wenn wir erst tauschen, das ist das, was ich meinte, stehen wir total auf Verlust, weil der Bauer schlägt. Jetzt hängt dieser Läufer, wir müssen irgendwas mitmachen und tatsächlich ist er nach A3 einfach weg. Springer E5 war gut, geschlagen, ausgeglichene Stellung, aber wir haben Raum. Das war ein bisschen unnötig, habe ich auch in der Partie gemerkt, einfach auf den Bauern gehen und A5 hat mich total geschwächt, weil dadurch, dass ich A5 gespielt habe, konnte ich später, also wenn der hier, also hier passiert nichts, wenn der Gegner mit A3 spielt, tausche ich und spiele einfach zum Beispiel A6. Und das ist, die Bauern sind sicher und ich habe genau die gleiche Stellung nach A5, das war unnötig, ich wollte eigentlich nur A4 spielen, was auch ganz gut gewesen wäre, wenn er zum Beispiel ruhig bleibt, A4, ich stehe direkt gut. Okay, Turm E1 war natürlich auch kein guter Zug, aber das war so ein bisschen der Plan von dem Ganzen. A3 habe ich übersehen und nachdem, also ist immer noch ausgeglichen, aber Weiß hat leichteres Spiel am Damenflügel. Ach, Tausch getauscht, okay, ich stehe ein Bauer schlechter, nicht mit diesem Zug, sondern mit Springer C3 und er wird wahrscheinlich Druck auf B8 machen, auf B7 machen, mit dem Läufer über B5 kommen. Bester Zug damit C7, ist wahrscheinlich eine Prophylaxe gegen Läufer B5 und Turm A4. Der hier wird auch schwach. Ja. Okay, ist besser. Das hier aber, okay, jetzt habe ich was übersehen, nämlich Turm C1. Irgendwie Läufer D1. Gut, Springer F3, brutal. Bauer schlägt. Dame schlägt H3, Ende. Krass, muss ich gerade selbst erst verstehen. Ah, boah. Schwarz hat keinen Schachzug. Ich drohe zu nehmen mit unveränderbarem Matt. Und wenn Weiß selbst nimmt, ist auch Matt. Hier kann man nichts mehr machen. Der Läufer ist einfach gefesselt. Und hier setze ich jetzt Matt. Und der Zug, den ich nicht verstanden habe, zuerst war hier auf das Schlagen F4. Aber dann kommt Läufer H5. Und Läufer F3, Ende. Krass. Ist schwierig, das im Schnellschach zu sehen, im Langzeit sicherlich. Und auf das Schach, wenn König H2 spielt, ich da zum Beispiel Dame F5, hier gibt es auch, denke ich, mehrere Züge, aber der König ist jetzt auf einmal super schwach. Okay. Dagegen ist B6 natürlich ganz schlecht.
Okay, und weiß steht besser, liegt an meinem schwachen Darmflügel. Jetzt wieder ausgeglichen, also ich will jetzt hier nicht auf jede einzelne Variante eingehen, das Video war schon lang. F4, und das habe ich ja gesagt, habe ich auch gar nicht verstanden, warum er hier als ein König aufgerissen hat. Aber ihr seht, der hatte über 2000 auf Leeches und hat sozusagen so einen also strategischen Einsteller gespielt. Wenn er hier einfach ruhig weiterspielt oder sogar B4, also muss gar nicht ruhig spielen, aber ich denke, auch wenn er einen simplen Zug spielt, wie zum Beispiel einfach Dame D2, ist die Stellung ausgeglichen. F4, getauscht. Und was wäre hier der beste Zug? Da habe ich ja ziemlich lang nachgedacht. Hier habe ich meine Zeit von 2 Minuten 50 auf 47 Sekunden fallen lassen, was ganz schlimm ist. Macht sowas bitte nie. Ich dachte, hier muss irgendwas geben und hätte es auch gegeben, nämlich Turm C4. Boah, ich bin wirklich mit Kommentieren taktisch total schwach. Das ist keine Ausrede, das ist einfach so. Ist auch nicht schön, aber Turm C4 ist eigentlich ein Killer, weil der Läufer kann nicht nehmen wegen der Gabel. Und wenn die Dame zieht, zum Beispiel Dame D2, geht der Turm nach H4. Und das ist eigentlich der perfekte Weg, hier alles zu bestrafen. Der König kann es nicht decken, wegen Dame G6. Und schaut mal hier. Dame H5. Ende. Sollte der Läufer decken, kommt die Gabel. Ja, Turm C4 wäre der Zug gewesen, mit dem man hier reingekommen wäre. Das ist total krass. Habe ich übersehen. Da ist das natürlich dagegen, gleicht einfach wieder aus. War total schwach, dass ich das nicht gesehen habe, aber ja, die Stellung hier ist nicht so leicht. Habe ich auch schon, hier war ich an dem Punkt, wo ich dann nur 30 Sekunden hatte und also G6 so ziemlich der einzige Zug und hier der beste Zug H4, H5. Ja, ist total ärgerlich, dass ich das nicht gesehen habe. Schlagen und hier bin ich in diesem Endspiel drin, in dem es tatsächlich einfach keine Gewinnchance mehr gibt. Geht dahinter und hier kann ich probieren, was ich will. Ist alles Remis, weil er auch diesen Freibauern hat. Also im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich, wäre ich lieber mit dem König hier geblieben und wäre einfach mal gelaufen und hätte es versucht, aber das hier ist dann Todrim wieder. Fand ich trotzdem saucooles Video, das Ende ist nicht so schlimm. Seid so gut, lasst ein Abo da, like dieses Video und ich freue mich riesig, dass ihr hier seid. Muss ich ehrlich sagen, ist total schön, so eine Community zu haben, die daraus lernt, von dem, was man macht. Ist total schön, das Wissen weiterzugeben. Und ja, wenn ihr Lust habt auf Gruppentraining, Einzeltraining, schreibt mich an. Ihr reicht mich zum Beispiel über E-Mail, das steht in meiner Kanalinfo. Oder kommentiert oder schreibt mir auf Leeches. Wie ihr wollt. Macht's gut. Ciao.